Selbstvertretung bedeutet für mich, Selbstbewusstsein stärken, um mich selber vertreten zu können, wo es notwendig ist. Ja, mir gefällt auch, dass ich mein Büroarbeit habe. Meine Aufgaben sind, Berichte und Protokolle zu schreiben und meine Krankenstätten, Urlaub also an den Kalender einzutragen. Für mich bedeutet Selbstvertretung, dass ich an den Menschen helfe. Und das freue ich mich, ehrlich. Ich muss schauen, ob alles da ist. Das heißt, wenn nicht da ist, muss ich dann aufklären und dann bestehen. Das ist natürlich ein sehr besonderes Projekt und auch eine Herzensangelegenheit von der Wiener Gesundheitsförderung, weil hier Menschen befähigt werden, für ihre eigenen Interessen einzustehen. Und hier arbeiten Menschen mit Lernschwierigkeiten für Menschen mit Lernschwierigkeiten. Ja, der Mensch möchte auch schon, dass sie auch das Selbstbewusstsein stärken sollen und sich selbst zu sprechen.